Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Schwarze Edition Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir die sechste Arenaleiterin besiegt. Und zwar Arenaleiterin Geraldine. Damit haben wir jetzt sechs Ohren. Yippie! Sollte man meinen. Denn es ist anders gekommen. In der Arena ist nämlich unser Starter gestorben. Ihr seht es unten am Rahmen. Ruffy ist tot. Unser neues Pokémon heißt Flunschlag. Das kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen für die Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben. Flunschlag, das ist es. Eklig habe ich es genannt, weil ich es eklig finde. Und ja, Attacken habt ihr gesehen. Eigentlich wollte ich die Folge vor dem Wendelberg abschließen. Ich dachte mir so, egal, kannst du denn die Folge beenden, denn direkt, wo du zum Wendelberg gehst, Gott sei Dank hatte ich vorher gespeichert, bin dann in Richtung Wendelberg gegangen, um da dann nochmal abzuspeichern, geh dann dahin und dann ist mir das passiert. Ja, Sharon will nochmal vorher mit uns fighten, was ich vorher natürlich nicht wusste. Ich habe dann den Kampf hier dann abgebrochen, habe dann im Grunde genommen das ausgemacht, das Spiel, und bin dann nochmal, hab dann nochmal neu geladen. Also keine Sorge, ich kenne noch kein Pokémon von Sharon und ja. Fluyana, lass uns testen, wer von uns beiden Träger des Jetons stärker ist. Ich habe Ian vorne, es ist ja jetzt unser stärkstes Pokémon in unserem Team mit Level 37, ist meines, hat die Arena zerstört. Von daher erhoffe ich mir, dass es auch das schafft. Wunderbar, ein Sichlor Level 33, starkes Pokémon. Solange es aber kein Xerox ist, ist es in Ordnung. Der ist Käfer, ne? Der ist Käferflug. Ich hätte am liebsten ja Arcan jetzt vorne gehabt, aber Wunschkonzert ist nicht, deswegen sein Kopfstoß. Flügelschlag zieht so viel. Okay, zieht doch relativ viel ab. Mehr als ich erwartet habe. Eieieiei. Das wird eine enge Kiste, du. Das sieht wahnsinnig viel ab. Ich darf hier nur zwei Heiltränke einsetzen. Und die jetzt schon so früh. Eieieiei. Gefallen tut mir das eigentlich gar nicht. Also dann. Kumo mich. Hab nur noch 13. Ich hoffe, das sollte erstmal noch reichen. Flügelschlag killt ihn selbst. Eieiei, erstes Pokémon und gleich so viel Probleme. Giafarik. Das ist ein Psycho-Pokémon. Du kannst keinen Biss, ne? Oder habe ich dir... Biss halt dann noch. Giafarik ist ein Psycho-Pokémon. Klar könnte ich jetzt auch mit Geist kommen, mit Brook. Aber ob ich das riskieren möchte mit Unheilbühne? Nee, das ist mir zu risky. Ich wechsle dann doch lieber auf Arcani. Das ist mir dann doch zu risky. Biss ist sehr effektiv. Biss halt, zieht nicht so viel ab. Okay. Giafarik down. Giafarik ist jetzt auch kein starkes Pokémon. Ist ein ordentliches Pokémon, aber kein starkes. Sichlor hat mir da schon ein bisschen mehr Probleme bereitet. Arcani ist ja jetzt mein... Was? Krakelo? Okay. Das ist ja sein Starter-Pokémon. Und da haben wir mit Bruce Lee auch ein neues Pokémon, was dagegen natürlich eine sehr effektive Attacke hat. Also solange er noch Krakelo hat, ist es in Ordnung. Bei Kravums hätte ich ein bisschen mehr Angst. Aber bei 35? Leck mich am Arsch. Aber einen Tag können wir ja zu 100% machen. Dadurch, dass wir Robustheit haben. Er stärkt seinen Angriff. Das ist mir völlig egal. Wir können mindestens immer eine Attacke tanken, wenn wir Full HP haben. Durch die Fähigkeit Robustheit. Das heißt, selbst wenn Krakelo jetzt als erstes angegriffen hätte, Bruce Lee hätte es getankt. Und er will Durchbruch erlernen. Ist das stärker als Karateschlag? Karateschlag hat Stärke 50. 75. Ja, und das kann sogar noch Lichtschild zerstören. Ja,
Da kommt Durchbruch rein. Na, mit Karate-Schlag war ich mich nicht so zufrieden. Lunastahl. Das ist wieder ein Psycho-Pokémon. Wie agiere ich gegen Lunastein? Ich bräuchte eine Wasserattacke. Weil Lunastein hat auch Gestein. Ich glaube, es ist irgendwie Gestein, Psycho oder so ähnlich. Falls so um den Dreh müsste die Kombination von Lunastein sein. Itemsperre. Ja, das ist nicht so dufte. Lunastrahlen, Zitrobeere interessiert mich aber nicht. Psywelle, wenn es kein Crit ist, sollte es locker überleben. Ja. Down. Judy! Sharon besiegt. Gegen Sharon hatten wir ja nie so Probleme. Gegen Bell zwar schon mehr, aber trotzdem. Oh, ich bin echt beeindruckt von dem Pokémon-Kampf. Ihr beide seid als Trainer schon einen ganzen Schritt weitergekommen. Oh, das ist gar nicht. Das ist Lauro. Guckt euch meine Haare an. Sie wehen so wunderbar. Und ich frage mich noch, ist das nicht Lauro, der Champ? Ich bin schwach. Und daher habe ich verloren. Auch wenn ich 100-mal gesagt wird, dass es ein guter Kampf gewesen sei. Ich schäme mich dennoch maßlos. Es ist also wirklich. Mach dir doch nicht das Leben schwer. Ich habe das vorhin ehrlich gemeint. Und das aus allen guten Freund. Ach so, ich habe dir diese Frage bereits einmal geteilt, aber ich bin immer noch kein Deutschlabber. Was genau bringt es dir, immer und immer wieder stärker zu werden? Stärker zu werden? Und schließlich den Rang eines Champions zu erregen. Es würde mein Leben einen Sinn geben. Und mir als Beweis dienen, dass ich wahrlich existiere. Helm. Du erinnerst mich an Eugen? Es ist in der Tat durchaus überaus wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Doch noch wichtiger als zu wissen, was man erreichen und dieses Ziel zu tun möchte, heißt es in deinem Fall zu wissen, wie man die gewonnene Stärke später einsetzen möchte. Hier bitte für dich. Und die kriegst natürlich nichts. Palm Surfer, juhu, damit kann ich nichts anfangen, weil mein Wasser-Pokémon tot ist. Jetzt ja der Katzerfer ein, um euch im Wasser fortzubewegen. So, das wärst du schon, mein junger Trainer. Ich hau jetzt ab. Ciao. Was soll ich tun? Nun, ich weiß noch nicht. Daher setze ich meine vorerst einmal daran, stärker zu werden. Damit mich jeder bewundert und anerkennt. Flujan, das nächste Mal gewinne ich. Mach das, ich habe meine Pokémon. Und dann gehen wir auch in den Wendelberg. Jetzt muss ich aber erstmal hier nur noch die Passage überstehen. Und den Clown würde ich am liebsten umbringen, weil ich den so sehr hasse. Das nervt auch, wenn du hier in das Gras gehst. Es kommen sofort instant Pokémon. Das ist so nervig. Aber Gott sei Dank ist hier eine Frau, die mich healen kann. Ja, den Kampf haben wir souverän überstanden, also insgesamt haben wir ja trotzdem noch gute Pokémon, auch wenn natürlich jetzt mein stärkstes Pokémon weg ist. Aber naja. Was willst du machen? Ich habe ja immer noch einen Quabbel auf meiner Box zu liegen. Das ist der böse Trainer, der uns fast umgebracht hat in einigen Folgen zuvor. Und jetzt kommt der Wendelberg, nein. Da wollte ich jetzt nicht spielen. Der Wendelberg ist sehr nervig, also ich mag ihn überhaupt nicht. Und da brauche ich jetzt auch erstmal meinen Schutz. So, 19 Exemplare. Habe ich noch? Jetzt sind es 18. Oh, nö, noch mehr Gequatsche. Flujana! Ich mache meinen Rundgang auf dem Wendelberg, um euch zu treffen. Ihr scheint mir stärker geworden zu sein. Ach, wirklich?
Ach übrigens, ihr habt in der letzten Zeit die Plasma gesehen. Ich habe den anderen Arena-Leitern gesprochen, aber keiner wusste, wo sein derzeitiges Versteck sein könnte. Wir können also nur darauf warten, bis sich wieder irgendwo zeigt. Aber ihr habt mit der ganzen Sache natürlich nichts zu tun. Mal sehen. Schön zu sehen, wenn ihr Kinder zusammen mit ihren Pokémon auf die Reise gehen und Spaß dabei haben. Der Wendelberg liegt in einer schönen Gegend. Besonders toll ist es, wenn man den Weg hinter sich lässt. Und, ich sage besser nichts mehr. Ihr werdet schon sehen und es verstehen, wenn ihr es mit den eigenen Augen seht. Also dann, Kinderchen. Hoffentlich bringt euch mein Berg auch als Trainer weiter. Sorry, meine Stimme ist auf Turners rumgewandert. Ich dachte schon, er drückt uns wieder irgendwas auf. Fluiana, ich werde schon mal vorausgehen. Yeah! Warum lacht er jetzt die ganze Zeit? Ich verstehe es nicht. Irgendwie ist er seltsam. Ja, natürlich gibt es auch hier wieder Trainer und Pokémon. Das heißt, wir können uns wieder ein Team-Pokémon fangen. Das heißt, wenn der erste Schutz ja ausgeht, werden wir uns ein Pokémon suchen. Oh, ich habe Holzkohle gefunden. Das verstärkt Feuerattacken. Und ich muss sagen, das klingt sogar gar nicht mal so doof. Scope-Linse hat er momentan. Ja, nehme ich immer die Scope-Linse und gebe dir... Es wird spannend, Leute. Da ist die Holzkohle. Wunderbar. Dann sind die Feuerattacken von Arcani sogar noch besser, weil Feuerzahn ist ja sowieso nicht so stark. Und Flammenwurf kann er komischerweise nicht erlernen. Well. Nun gut. Wir wollen hier den Wendelberg erkunden. Er ist wirklich sehr groß. Was ist dein Geistjuwel? Wird bestimmt Geistattacken verstärken. Könnte Makabaya erlernen. Also Brooke. Ja, jetzt ist unser One-Piece-Duo natürlich auch tot, ne? Also wir hatten zwei One-Piece-Charaktere. Oh, stimmt, der hat noch gar kein Item. Dann kann ich dir definitiv das Geisterjuwel geben. Genau, es verstärkt Geisterattacken. Eieiei, ich bin sehr gespannt, was die Trainer hier so für Pokémon haben. Problem ist nämlich, dass hier wahnsinnig viele Trainer in diesem Berg drin sind. Und das macht die Sache natürlich... deutlich schwieriger. Ja, das war super. Ist klar. Erstmal Deoxys. Natürlich, gleich mal ein Deoxys. Natürlich. Müsste Psycho-Pokémon sein. Aber halt ein legendäres Pokémon, ne? Der Wendelberg empfängt mich schon mal sehr positiv. Hustus. Level 38 für ihn. Wird zwar noch lange dauern, bis er... Ja, natürlich, ein Scharfax. Ist klar, und ich habe keine Eisattacke. Ich habe keine Eisattacken mehr. Boah, ich kann jetzt auch nicht drin bleiben. Was mache ich jetzt gegen Scharfax? Akani, los. Ich versuche mit Zanktonenklinge irgendwas abzureißen. 33! Ist klar. Ja, als ob! Drachentanz! Ist okay. Als wäre sein Angriff noch nicht hoch genug, zieht er noch einen Drachentanz. Okay, RIP Arcani, sah ich jetzt schon voraus. Aber ich bin, Gott sei Dank, down. Rotom, natürlich. Geist ist auf Geist effektiv, nur sein Rotom wird wahrscheinlich auf einem höheren Level sein. Ich kann meine Pokémon nicht trainieren.
bin echt am Überlegen, ob ich, ja, ich denke mal, ich werde wieder einen EP-Teiler einsetzen. Es geht so auf keine Kuhhaut. Meine Pokémon lasse ich zwar die ganze Zeit kämpfen, aber sie kriegen keine EP. Also sie können nicht kämpfen, weil die ganze Zeit irgendwelche blöden Pokémon kommen. Also irgendwie trollt mich das Spiel ziemlich. Und dass dieses Rote mich gerade nervt, ist sowas von unfassbar. Alter. 33 mittlerweile, Alter. Trainer sind höher gelevelt fast als ich. Also, wo ist der Kack? EP-Teiler. Aber ich hasse, dass dieser Beutel so ungeordnet ist, Estelle. Ich kann das nicht. Ich kann das vor allen Dingen nicht direkt suchen. Geben. Mumie, ja, das Geisterjuwel wieder weg. Hust, hust. Ja, Brook behalt's jetzt erstmal. Heute vielleicht sogar noch den zweiten EP-Teiler zücken. So. Und unser Pokémon für den Wendelberg ist. Okay, Mann. Boden-Pokémon und Licht. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Und ich habe ihren vergessen zu heilen. Ja, super. Feuerurdem. Schauen wir mal, wie viel mal abziehen. Flottball will ich jetzt nicht. Einsetzen. Ich sag nix. Ich sag gar nichts mehr. Ich enthalte mich einfach. Ich enthalte mich einfach und sag nix. Bilder sagen mehr als 1000 Worte, sagt man ja immer. Und das passt hier momentan wirklich sehr gut. Ja, 35 ist in Ordnung. Aber wenigstens wird es danach down sein. Jawohl. So gut hat Flampion nicht so solche Werte, dass es mich irgendwie trollen könnte. Brook erreicht Level 30. Yay. Reptane. Ich kann wieder die anderen nicht einsetzen. Ist dieses Reptane etwa auch auf 35? 35. Yo. Holzkohle, Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank hat's Holzkohle. Sonst hätte das jetzt hier deutlich weniger abgezogen, als das, was es gerade abgezogen hat. Zwirrlicht. Oh, der ist auf 35. Das kann ich nicht riskieren, genau. Ich wollte risken sagen, dann dachte ich mir, nee, ist ein bisschen doof, sagst du lieber riskieren. Und es ist ein bisschen so zum Kombination geworden. Verfolgung. Ja, zieht nicht so viel ab, dadurch, dass ich nicht gewechselt bin und von daher down. Natürlich muss er mich jetzt noch trollen mit Schattenstoß. Weil Schattenstoß ist eine Prio-Attacke und deswegen konnte er jetzt angreifen. Ah, naja, wir haben den Kampf geschafft. Boah. Also zurzeit trollt mich das Spiel schon ziemlich hart. Und das zieht wirklich an die Nerven in Kombination mit ziemlicher Hitze, also draußen so circa, ja, 35 Grad. Ich bin hier und nehme Pokémon Schwarz auf. Da ist dann die Motivation natürlich ein bisschen am Tiefpunkt. Noctu, Halleluja. Jetzt könnte ich zum Beispiel eine Elektro-Pokémon gebrauchen. Habe ich ja. Ach ja, stimmt ja. Das ist auf keinem Level und es ist nicht vorne. Naja. Toll. Toll. Ich freue mich. Warum vergesse ich immer ihren zu heilen? Bitte sag mir nicht, dass der Konfusion kann.
Alter, ich hasse dieses Game langsam. Also langsam versucht mich dieses Spiel aber auch echt zu trollen. Wieder Hall natürlich, zieht fast die Hälfte KP ab. Wie sie auch ganz genau, was passiert, wenn der einen zweiten Wiederhall einsetzt. Quit down. Ja, natürlich hat er Konfusion. Bring den jetzt um. Ich habe auch nicht mehr so viel Kumo-Milch. Ja, Body check du mich auch. Crit, wa? Na? Warum nicht? Es ist nicht mehr witzig, Leute. Es ist nicht mehr witzig. Alle kriegen im Team ein paar EP. Und ich muss jetzt healen. James kann ich auch nicht einsetzen, weil keine Pokémon für ihn kommen. Also momentan ist halt leider auch die Pokémon-Auswahl der Gegner relativ dämlich, um es mal einfach mal richtig deutlich zu sagen. Die bringen leider auch nicht die Pokémon, wo ich sagen kann, oh, jetzt kannst du rein switchen. Nee. Rotom, jawohl. Wird immer besser. Kann viel ändern, den überhaupt treffen? Ich weiß es gar nicht. Ja, er macht erstmal seinen dämlichen Attacke da. Okay, viel ändern trifft die. Wie viel zieht's ab? Der Damage. Schockwelle, ist klar. Ich wollte schon sagen, für eine nicht sehr effektive Attacke zieht das ein bisschen viel ab. Kann der nicht einfach mal bitte sterben gehen? Danke. Warum lebt ihr der immer noch? Ja, natürlich geht die Attacke daneben. Wegen seinem Scheißdreck da oder was? Wegen seinem Scheiß-Doppelteam geht jetzt jede Kack-Attacke von mir daneben oder was? Lass mich raten, der packt jetzt Konfusion aus, weil er meinen Pokémon predicted hat. Stirbt das Vieh jetzt auch? Danke. Alter, wie lange diese Viecher auch immer überleben können. Das ist so lächerlich auch. 31. Klingplim ist ein schwaches Pokémon. Das heißt, eklig könnte ich mal reinbringen. Ist ein Psycho-Pokémon. Nee, normal. Ist normal. Oder ist der Psycho? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall jetzt nicht so ein Pokémon, wo ich... Ach, der kann zum Beispiel Zwago. Danke für Schwebe. Kriegt trotzdem die Para. Geil. Und down. Klingplim wurde besiegt. Alle kriegen ein paar EP. Ich versuche jetzt einfach Brook weiterzuentwickeln. Das ist jetzt gerade so mein momentanes Ziel, was ich gerade verfolge. Deswegen bleibt jetzt auch Brook, weil auf 33 entwickelt er sich halt. Und das ist halt nicht mehr so weit weg. Und von daher hoffe ich mir, dass er sich dann weiterentwickelt. Und dann haben wir auch ein starkes Team-Pokémon dazu bekommen. Ja, hier sind unter anderem Trainer versteckt. Geht immer tiefer rein. Ja, siehst du, hier sind nämlich unter anderem Trainer versteckt. Ja, leider ist der Wendelberg auch relativ groß und wahnsinnig nervig. Also ich mag den Wendelberg überhaupt nicht.
Pikachu! Oh! Hallo, Pikachu! Nun, er kann Statik, yeah. Feuerroder. Er kommt mit Elektroball. Es wird viel abziehen, dadurch, dass er so schnell ist. Oh, okay, ich habe mich gehört. Gut. Pikachu ist ja sowieso nicht so stark und der Elektroball zieht jetzt doch weniger ab, als ich erwartet hatte. Okay, dann war Pikachu kein Problem. Wir hatten ja noch nie einen Pikachu gesehen, deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mal Pikachu sehen. Ich bin ja ein Fan von Pikachu. Oh, wer war jetzt Flitiamo? Ach, das eklige Vieh. Das ist Psycho, ne? Käfer bringt nicht, dadurch, dass er noch Flug in der Kombination hat. Krabbhammer könnte vielleicht durchaus ziehen. Ach so, er ist ein... Okay. Hätte ich gewusst, wer Flitiamo ist, hätte ich natürlich jetzt auf mein Flunschlick gewechselt. Genau, booste dich noch. Ja, lass die Zeit, Flitiamo. Lass dich ruhig boosten. Ist nicht so schlimm. Genau, jetzt steigert er auch noch seinen Angriff. Alles klar. Während ich nicht angreifen darf. Nö. Angreifen ist heute nicht so mein Ding. Und darf ich jetzt mal? Nö. Heute nicht mehr. Yeah, ich darf mal treffen. Geil. Und dann. Boah, was war denn das jetzt? Wurde ich jetzt gerade viermal durch Liebe verstarrt? Ernsthaft? Meliodas. Die Hölle ist zurück. Und ich kenne immer noch nicht seine Typkombination. Da, die Hölle. Hölle, Hölle. Ich glaube aber, es ist ein Psycho-Pokémon. Ja, okay, das ist mir in Erinnerung geblieben. Sag mir, dass ich einen Hyperheiler habe. Habe ich nicht. Stimmt, die kann man ja momentan immer noch nicht kaufen. Alter, wie lange das dauert, bis man in diesem Spiel Hyperheiler und sowas Topschutz kaufen kann. Ziehstrahl, es tut mega weh. Ja, und Crit. Oh, natürlich. Ja, nee, ist klar. Und die Verwirrung auch noch. Ja, klar. Critical Hit und Verwirrung. Ja, natürlich. Das heißt, ich muss mein zweites Item auch noch verwenden. Natürlich. Ist klar. Und noch ein Crit. Komm, noch einer. Lass es doch. Lass mich raten. Ich hab's gewusst und Arcani ist da und lecken mich am Arsch. Und der nächste Crit! Und der nächste Crit! Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht gescriptet ist? Geil! Und das machen wir jetzt? Komm, Brook, mach doch bitte was Ordentliches und lass dich nicht sofort umbringen. Akrobatik kommt? Nee, Taumeltanz. Heißt das nicht, dass ich auch schon wieder verwehrt bin? Kannst du mir nicht erzählen, das hat das gescriptete Spiel. Unhalbölen, komm. Taumeltanz geht daneben. Und natürlich werde ich von Verwirrung getroffen. Natürlich. Warum hat das jetzt schon wieder keine Wirkung auf dieses Kackvieh? Schwäche.
Quit down. Als ob, Alter! Als ob, wieder im C-Strahl und wieder Instant-Verwirrung! Und endlich kriegt das wieder auch mal eine Paralyse drauf. Und natürlich, es kommt durch die Paralyse. Ich komme durch diese Scheißverwirrung natürlich nicht. Und dann ist der Quit. Das kann nicht sein. Ey, ich kann darüber einfach auch nur noch lachen. Ganz ehrlich. Dieses dreckige Mistvieh Meloeta. Na toll, jetzt habe ich mich auch noch verklickt. Geil. Was eine brutal lamer Mülldreck, ist klar. Kann mir bitte jemand zusammenzählen, wie viele Crits dieses scheiß Meloeta hatte? Und wie viele Verwirrungen das hatte? Kann mir das bitte jemand zusammenzählen? Und ganz ehrlich, ich gehe nicht nochmal zurück und ich weiß gar nicht jetzt, ob ich noch zurücklaufen soll, weil ich muss ja dann durch diesen verkackten Wendelberg wieder durchlaufen, um dann wieder zurück zum Pokémon Center zu laufen, um da mein blödes Pokémon abzuholen. Boah, keine Ahnung, wie ich es mache, aber ich beende jetzt die Folge, weil es ist mir zu blöd, ganz ehrlich, das ist mir einfach nur zu blöd.